Also 12 Jahre ist ja doch eine sehr lange Zeit mit vielen Höhen, auch manchen Anstrengungen, gibt auch Tiefen, vielen, vielen Freuden. Und vor allen Dingen, das möchte ich als das Wichtigste sagen, mit einer ganz, ganz großen Zahl von Begegnungen mit ganz unterschiedlichen Menschen, Frauen, Männern, jungen Menschen, die mich persönlich auch sehr bereichert haben. Das ist vielleicht auch der Gewinn und das ist das, was auch wirklich bleibt. Ich habe den Herrn Bischof vor ein paar Tagen bei unserem Gespräch mit dem geschäftsführenden Vorstand und dann kurze Zeit später noch in der Steuerungsgruppe erlebt, wie tief betroffen er von diesem Missbrauchsskandal ist, also von diesem Bericht über diesen Missbrauchsskandal. Ich erwähne das an dieser Stelle deswegen, weil ich meine, dass damit noch einmal eine ganz neue Dimension des Veränderungswillens und auch der Veränderungsnotwendigkeit eröffnet wird. Und ich wünsche und hoffe sehr, dass man sozusagen aus dieser Krise, deren Tiefe man vielleicht noch gar nicht richtig ermessen kann, dass man aus dieser Krise eine große Chance macht, sich weiterzuentwickeln, sich zu öffnen. Ja, also da gibt es eine Diözesanratsvollversammlung, die war im Jahr 2009, das war 40 Jahre Partnerschaftsfeier mit Aluvinias. Da hatten wir die Möglichkeit, uns Gäste aus der Partnerdiözese in Brasilien einzuladen, die waren hier. Und da haben wir eine Vollversammlung gestaltet, eigentlich muss man sagen gefeiert, mit einer ganz anderen Fröhlichkeit, Offenheit, Spontanität. Und ich erinnere mich noch an den Abend, den Freitagabend, wo wir ein Fest miteinander gefeiert haben, wo diese ganze Freude und ja, Fröhlichkeit in dem Raum war. Und das einzige Mal in diesen 12 Jahren hat der Diözesanrat getanzt. Und das ist ein Erlebnis, das man im Herzen aufbewahrt, weil es einfach wunderbar und wunderschön war. Ja gut, loslassen, Abschied nehmen hat natürlich immer mehrere Facetten. Von Lachen oder Weinen würde ich jetzt nicht unbedingt sprechen, sondern ich gehe erfüllt mit vielen Erfahrungen, das habe ich schon gesagt. Was mir fehlen wird, sind die Menschen. Wir haben eine ganz herausragende Teamarbeit geleistet. Es war immer sehr, sehr schön, nach Passau zu kommen, sich zu treffen und miteinander weiterzudenken. Das wird mir sicher fehlen, auch das, was da an Befruchtung für meine andere Tätigkeit entstanden ist. Ich nehme immer viel mit. Wenn man 66 Jahre ist, weiß man, dass jedes Jahr eigentlich auch geschenkt ist. Der Blick auf das, was am Ende, nämlich der Kern des Lebens ist, dieser Blick, der darf sich durchaus auch schärfen und auch vertiefen. Als Christen wissen wir, es geht nicht zu Ende, sondern es geht dann weiter, aber darauf muss man sich auch gut vorbereiten. Das ist für mich auch eine Aufgabe, die kommt. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass ich den Lebenskreis ein wenig enger ziehen kann, weil dann kann man sich auch besser fokussieren. Das ist mir auch ganz wichtig.